Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13 mit Tagesordnungspunkt 14, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, erster Medienänderungsstaatsvertrag und Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. Berichterstattung übernimmt der Kollege Jürgen Frömmrich zu beiden Punkten. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD die Linke, gegen AfD und Freie Demokraten. Beschlussempfehlung und Bericht zum Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. Beschlussempfehlung. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Stimmergebnis CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE gegen die AfD. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Ich eröffne die Aussprache. Ich habe bislang eine Wortmeldung, das ist die des Kollegen Enners. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Staatsminister Wintermeyer sprach in der ersten Lesung davon, dass wir von der AfD ein, ich zitiere, gebrochenes Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten. Dieses ist so nicht richtig, denn wir haben kein gebrochenes, sondern wir haben in dieser schweren Zeit ein sehr kritisches Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielen Dank. Das ist schon ein kleiner, aber gewichtiger Unterschied. Und dieses kritische Verhältnis, meine Damen und Herren, haben wir aus sehr guten und auch zahlreichen Gründen. Ein paar dieser Gründe möchte ich Ihnen hier nennen. Zum Beispiel Stellungnahmen der AfD zu politischen Themen. Diese werden in den öffentlich-rechtlichen Medien kaum veröffentlicht. Und wenn es doch einmal vorkommt, oft nur stark verkürzt oder aus dem Zusammenhang gerissen. Oder die Auswahl der Gäste in sogenannten politischen Talkshows. Wir sind als größte Oppositionsfraktion im Bundestag in solchen Sendungen nachgewiesenermaßen stets unterrepräsentiert. Und das gibt die ARD auf Twitter auch zu. Zitat: Die Redaktionen der Talksendungen bemühen sich, insbesondere AfD-Vertretern kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Oder Stichwort politisches Framing. Framing bedeutet nichts anderes, als durch Sprache bestimmte Assoziationen und Deutungsrahmen zu schaffen, die die Diskursrichtung beeinflussen sollen. Und, meine Damen und Herren, die ARD hat von Elisabeth Wehling für 120.000 € einen Framing Manual, also ein Handbuch für Framing, erstellen lassen. Unserer Auffassung nach ein Unding, denn Framing hat in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts verloren. Allein diese drei Punkte zeigen, warum sich auch immer mehr Bürger vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk abwenden. Meine Damen und Herren, als Staatsminister Wintermeyer in der ersten Lesung sagte, dass die Erhöhung des Beitrags angesichts der allgemeinen Inflationsrate moderat sei, hätte er besser vorher einmal auf die gegenwärtig geltende Einkommensbilanz der Bürger geschaut. Dann wäre er nicht um die Feststellung herumgekommen, dass es bei denjenigen, die zur Kasse gebeten werden sollen, es bei weitem nicht so rosig aussieht, wie es sein Verweis auf die Inflationsrate erscheinen lässt. Bei der Steuerbilanz des Bundes und der Länder können wir nämlich laut Auskunft des Bundesfinanzministeriums einen Rückgang der Einnahmen aus der Lohnsteuer um 1,8 % und bei der Einkommenssteuer von sage und schreibe 11,5 % verzeichnen. Diese Zahlen können also nur bedeuten, dass sich die Einkommensteuerverhältnisse derer, die mit ihrer Steuerlast die tragende Säule unseres Staatswesens darstellen, infolge der herrschenden Politik in Bund und Ländern drastisch verschlechtert hat.
so zeichnet sich hier ein ganz anderes Bild von der wirtschaftlichen Situation der Leistungserbringer als der bequeme Verweis auf die allgemeine Inflationsrate. Meine Damen und Herren, wie sagte Minister Windermeyer bei der Einbringung, die Erhöhung entspricht ja nur einer Kugel Eis beim Italiener. Aber viele Bürger haben nun eine Kugel Eis weniger und müssen stattdessen etwas bezahlen, was sie vielleicht überhaupt nicht nutzen. In dieser Situation sollen die durch Corona-Maßnahmen von Verarmung bedrohten Leistungsträger ein weiteres Mal zur Kasse gebeten werden, um das reformbedürftige System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit einem Weiter-so am Leben zu erhalten. Bei der anstehenden Beitragserhöhung sollte und wird der kritische Bürger noch genauer hinschauen, für was der Beitrag verwendet wird. Von den Gehältern will ich jetzt nicht sprechen, auch nicht von den immens hohen Rentenverpflichtungen der Öffentlich-Rechtlichen. Schauen wir stattdessen einmal auf die Produktion der Sender, vor allem auf die Produktion im Online-Bereich. Da haben wir zum einen das im März veröffentlichte Video mit dem Titel »Corona rettet die Welt«, in dem das Sterben älterer Mitmenschen begrüßt wird. Oder das vor kurzem von der ARD und dem ZDF produzierten Videospiel mit dem martialischen Titel Reichstag Defender, in dem man als Polizist Bürger mit der Deutschlandfahne von der Reichstagstreppe treten muss. In einem weiteren von den Öffentlich-Rechtlichen produzierten Video über einen angeblichen Fahrraddieb wird die Polizei der Lächerlichkeit preisgegeben und lässt jeden Respekt vor deren täglichen Arbeit vermissen. Auch der Funkbeitrag, in dem junge Frauen ihre Sterilisation befürworten, gar anpreisen, was unterschwellig sicher zur Nachahmung anregen soll, finden wir mehr als fragwürdig und nicht vereinbar mit den Grundsätzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und als vorerst letztes Beispiel führe ich noch das Video in Funk an, in dem sich eine Frau, die mit einem Rock gekleidet ist, dafür entschuldigen muss, dass sie mit ihrer Kleidung die falschen Signale senden würde. Ein öffentlich-rechtlicher Beitrag gegen die Selbstbestimmung der Frau, der einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr als unwürdig ist. Meine Damen und Herren, das sind alles negative Beispiele, wofür der Zwangsbeitrag unter anderem eingesetzt wird. Zusammengefasst, keine objektive und neutrale Berichterstattung mehr, stattdessen Regierungstreue und die Opposition ausklammernde Beiträge. Keine ausgewogene Berichterstattung mehr, stattdessen politisches Framing. Keine meinungsbildenden, durch alle Seiten beleuchteten Beiträge mehr, stattdessen unter dem Deckmantel der Satire oft nur Hetze und Versuche, Zuschauer unterschwellig in gewünschte Richtungen zu steuern. Und uns unterstellt man ein gebrochenes Verhältnis zu den Öffentlich-Rechtlichen. Die teilweise ein gebrochenes Verhältnis zum ursprünglichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben, sind hier Journalisten, Redakteure und Videoproduzenten in den öffentlichen Anstalten. Oder glauben Sie ernsthaft, dass Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die linksextremistische Seiten im Netz liken, noch zu einer neutralen Berichterstattung fähig sind, wenn es um politische Inhalte geht? Ich glaube das nicht mehr. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass sich ältere Journalisten heutzutage für ihren Berufsstand auch teilweise schon schämen. Stichwort Christine Strobel. Die neu gewählte und zukünftige Verantwortliche für das gesamte Programm des Ersten und für die immer wichtiger werdende ARD-Mediathek. Christine Strobel, Tochter von CDU-Bundestagspräsident Schäuble und Ehefrau von Thomas Strobel, dem CDU-Innenminister von Baden-Württemberg. Hier entsteht gerade unter den Augen der Öffentlichkeit eine Verfilzung und eine Nähe der ARD zur CDU, wo ich meine Zweifel habe, ob das ein Gewinn für die Neutralität und Objektivität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein kann. Und genau wegen dieser politischen Verfilzung und fehlender Staatsferne ist es angebracht und legitim, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch als Staatsfunk zu betiteln.
Die von uns bemängelte inhaltliche Ausrichtung des Medienstaatsvertrages habe ich bereits in der ersten Lesung deutlich gemacht. Eine sachliche Erwiderung blieb bis jetzt aus. Und es macht auch nicht den Anschein, dass Sie, meine Damen und Herren, den Medienstaatsvertrag an irgendeiner Stelle infrage stellen und Reformen auch überhaupt nicht gewünscht sind. Scheinbar sind Sie mit den aufgeführten Missverständnissen zufrieden. Dass Sie in Hessen die Beitragserhöhung durchwinken, ist den Bürgern und uns eigentlich klar. Die Beitragserhöhung und den von Reformen befreiten Medienstaatsvertrag lehnen wir ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Enners. Nächste Rednerin ist die Abg. Astrid Wallmann für die Fraktion der CDU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Enners, Ihre Rede ist schon wirklich bemerkenswert. Ja, Herr Enners, bevor Sie mir applaudieren, sollten Sie erst einmal zuhören, was ich bemerkenswert finde. Sie haben jetzt die ganze Zeit vom Medienstaatsvertrag gesprochen. Also, ich habe Ihnen wirklich aufmerksam zugehört, was mir mitunter, ich werde auch gleich noch zu weiteren Teilaspekten Ihrer Rede kommen, auch mitunter schwergefallen ist. Weil das war schon sehr schlicht, was Sie hier ausgeführt haben. Sie haben aus meiner Sicht überhaupt nichts zum Medienstaatsvertrag gesagt. Sie haben ausschließlich sich auf den ersten Medienänderungsstaatsvertrag bezogen und sind inhaltlich gar nicht auf den Medienstaatsvertrag, der ja den seit rund 30 Jahren geltenden Rundfunkstaatsvertrag ersetzt. Auf den sind Sie überhaupt nicht eingegangen. Ich nehme das erst einmal so zur Kenntnis. Also ich will zumindest mal ein paar ganz wenige Punkte, weil ich ihn zumindest auch wichtig finde, zu dem Medienstaatsvertrag sagen. Dieser Staatsvertrag wird, wie gesagt, den Rundfunkstaatsvertrag ablösen, wird am Ende auch dem technischen Fortschritt jetzt Rechnung tragen, weil natürlich vor, sagen wir mal, 30 Jahren, 20 Jahren Begriffe wie Gatekeeper, soziale Netzwerke, Endgeräte, das waren damals noch keine Begriffe, die die Kultur sozusagen geprägt haben. Und wir haben halt hier ein Tempo auch in der Entwicklung hingelegt, der jetzt eben dieser neue Staatsvertrag auch Rechnung trägt. Das ist gut und richtig. Denn natürlich müssen auch die Angebote, die jetzt im Fokus sind, der Regulierung zugeführt werden. Ich nenne mal das Thema Barrierefreiheit, Kinder- und Jugendschutz. Das haben wir in der ersten Lesung bereits auch sehr weitreichend miteinander diskutiert. Deswegen würde ich jetzt auch bei den Themenpunkten auch belassen wollen. Es ist aber gut, dass wir heute auch diesen Staatsvertrag beschließen werden. Ich möchte aber jetzt auch auf die Punkte eingehen, die ja eben hier auch im Fokus standen, nämlich die Punkte und die Finanzierungsfragen, also den ersten Medienänderungsstaatsvertrag. Ich möchte jetzt auch noch einmal erläutern, worum es geht, weil offensichtlich gibt es da noch etwas Nachhilfebedarf über die Entwicklungen, die in dieser Frage stattgefunden haben. Also es ist so, wir haben die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erfolgt über den Rundfunkbeitrag, der seinerzeit im Jahr 2013 die GEZ-Gebühr ablöste. Der Rundfunkbeitrag betrug bei der Einführung, also im Jahr 2013, 17,98 €. Und in dieser Zeit bis heute, wir sind jetzt im Jahr 2020, wurde dieser Beitrag einmal verändert, und zwar gesenkt. Das war im Jahr 2015. Er wurde abgesenkt auf 17,50 €. Warum kam das? Weil man bei der Umstellung der geräteabhängigen Gebühr auf den Beitrag hohe Überschüsse produzierte. Und seinerzeit hat man auf der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart, dass diese Überschüsse zur Hälfte den Beitragszahlern zugutekommen und die andere Hälfte in die Rücklage fließt. So. Dann kommt auf der anderen Seite hinzu, dass wir die KEF haben, die den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die jeweilige Beitragsperiode oder die Finanzierungsperioden, das sind immer 4 Jahre, ja, überprüft. Wir reden jetzt für die Jahre 2021 bis 2024. Die KEF hat den Finanzbedarf, der ja gemeldet worden ist, von 3 Milliarden €. Da gab es auch Differenzen zwischen Herrn Lambrou und mir, weil ich der Auffassung bin, wenn die KEF mitteilt, dass sie diesen Finanzbedarf um 700 Millionen € reduziert,
finde ich, dass das schon ein sehr deutliches Signal auch ist und zeigt auch, dass die KEF ihrer Aufgabe absolut gerecht wird. Ich finde ja, man muss nicht auf jeden Zwischenruf jedes Abgeordneten eingehen, und das mache ich jetzt auch nicht. Ich würde Sie jetzt auch einfach bitten, mir einfach mal zuzuhören. Schadet vielleicht nicht, aber es ist wahrscheinlich auch, hilft wahrscheinlich bei Ihnen auch nichts mehr. Wir reden ja, wenn wir die 3 Milliarden Euro, wenn die beschlossen worden wären, hätten wir eine Erhöhung gehabt auf 19,20 Euro. Wir reden jetzt durch die Reduzierung um eine Erhöhung um 86 Cent auf den Betrag von 18,36 Euro. Und ich finde, wenn man auch im Übrigen bei den Einsparbemühungen, die Sie ja komplett ignorieren und auch verneinen, muss man doch aber auch sagen, dass auch die Anstalten doch auch Teuerungen unterliegen. Ich nenne mal das Stichwort Film- und Musikrechte. Das können Sie doch nicht völlig außer Acht lassen. Und wenn man jetzt sich noch einmal genau auch die Entwicklung anschaut, muss man erst einmal auch feststellen, dass wir in den Jahren 2001 bis 2009 eine Entwicklung entlang der Verbraucherpreise hatten. Seit 2009 lagen sie sogar unter der Preisentwicklung. Und wenn man jetzt auch noch einmal berücksichtigt die Herabsenkung von im Jahr 2015 um die 48 Cent, jetzt die Erhöhung um 86 Cent, dann kommt man am Ende von dem Jahr 2009 bis 2025 im Grunde über eine Erhöhung von 38 Cent für 16 Jahre. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, und das will ich auch sehr deutlich hier für die CDU-Fraktion sagen, ich halte das für eine sehr maßvolle Erhöhung, weil ja zudem auch eine Gegenleistung entgegensteht. Und wir wollen einen hohen qualitativen Anspruch gerne auch haben in dem Angebot. Und das wird eben auch vorgehalten. Und es sollte in diesem Haus unstreitig sein, dass so etwas nicht zum Nulltarif geht. Und wissen Sie, ich bin dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem wir dieses duale System haben zwischen privatem Rundfunk und öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Wir haben eines der modernsten Medienangebote der Welt. Ich bin dankbar dafür. Ich bin wirklich dankbar dafür, weil wir am Ende die Möglichkeit haben, uns umfassend auch zu informieren. Und wissen Sie, was Sie auch immer gänzlich ausblenden, ist, dass wir am Ende auch der öffentliche Rundfunk auch eine verfassungsrechtliche Bestands- und Entwicklungsgarantie hat, die die Länder zu gewährleisten haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber hier gibt es auch einen Auftrag, der zu erfüllen ist. Und ja, das stimmt. Und ich finde, es ist völlig klar, das will ich hier auch sehr deutlich sagen, natürlich verbinden wir mit der Erhöhung der Rundfunkbeiträge auch eine Erwartungshaltung an die Rundfunkanstalten, was die Sparbemühungen angeht. Ich finde, das ist völlig unstrittig, ist klar, das wissen doch auch alle Beteiligten. Und ich glaube, das ist unstreitig, dass man natürlich dort weitere Bemühungen vorantreiben muss. Und am Ende haben wir jetzt die Medienregulierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Neuordnung der Rundfunkfinanzen, die ein wichtiger Baustein für eine moderne und vielfältige Medienlandschaft in Deutschland sind. Es hat im Übrigen, ich will das noch einmal sagen, es sind ganz wichtige Bausteine für die Barrierefreiheit. Es geht um den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere um Kinder und Jugendliche. Das sollten wir ganz besonders im Fokus haben, eine Gruppe, die insbesondere ja die Medien auch in einer besonderen Art und Weise heute auch nutzt, was auch völlig in Ordnung ist. Aber deswegen ist der Schutz derer auch besonders wichtig, und deswegen sind diese Staatsverträge auch so wichtig. Und Herr Enners, jetzt muss ich Ihnen eines aber auch noch einmal sagen. Ich habe Ihnen ja, wie gesagt, zugehört. Es ist mir zeitweise schwer gefallen. Sie reden von, Sie haben gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei regierungstreu. Also ich weiß nicht, ob wir unterschiedliche Sendungen gucken. Ich weiß es nicht. Ich gucke den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Das kann ich erst einmal nicht feststellen. Und ehrlich gesagt, aus Ihrem Redebeitrag ist im Übrigen auch eines deutlich geworden. Die ablehnende Haltung der AfD resultiert doch ausschließlich aus der eigenen Befindlichkeit heraus, dass Sie offensichtlich der Meinung sind, dass Sie nicht oft genug in den Medien vorkommen. Das scheint doch die eigentliche Triebfeder zu sein. Und wissen Sie, wenn das am Ende dazu führt, dass man eine subjektive Wahrnehmung zum Anlass nimmt, etwas abzulehnen, dann muss ich Ihnen sagen, stellt das für mich schon auch ein grundsätzliches politisches Taktieren sehr in Frage, weil Sie am Ende auch mit Ihrer Haltung Institutionen, die verfassungsgemäß garantiert sind, ablehnen und Sie sie auch in Frage stellen.
Das muss jeder für sich am Ende vertreten, wie er das handhabt. Aber ich bin, wie gesagt, froh, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir eine Medienvielfalt haben, in der eben auch Beiträge sind, die ich auch manchmal nicht gut finde. Aber ich halte das wirklich aus. So empfindsam sollte man am Ende auch nicht sein. Und ich kann Ihnen nur raten, gucken Sie vielleicht dann doch öfters noch einmal öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich finde, da ist sehr viel Gutes dabei. Und die heutigen beiden Staatsverträge, die wir hier heute beschließen werden, sind ein wichtiges Signal, nicht nur an die Qualität des öffentlichen Rundfunks, sondern am Ende auch für das vielfältige Angebot. Und einen letzten Satz will ich Ihnen auch noch sagen, weil Sie das auch völlig ausklammern. Und Herr Frömmrich hatte das auch mal in einer früheren Rede auch, hat ja darauf hingewiesen. Wissen Sie, Sie gehen zum Parlamentarischen Abend des Hessischen Rundfunks. Und Herr Wintermeyer hat bei seiner Einbringungsrede sehr deutlich noch einmal hervorgehoben, damit wir das hier auch nicht vergessen, der Hessische Rundfunk, unser Sender hier in Hessen, ist dringend auf diese Beitragserhöhung angewiesen. Sie können sagen, Ihnen ist das völlig egal. Okay. Aber uns hier, zumindest die Mehrheit in diesem Haus, ist das nicht egal. Wir wollen einen hessischen, starken hessischen Rundfunk haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Wallmann. Für die Fraktion DIE LINKE ist der nächste Redner der Kollege Dr. Wilken. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Medienlandschaft ist radikal im Umbruch. Wir sehen Konzentrationsprozesse bei Zeitungen und Redaktionen, neue Ausspielwege, neue Nutzungsgewohnheiten. Und vor allem sind da die gar nicht mehr so neuen Plattformen wie Facebook oder YouTube. Wir sehen auch die Zunahme von Hassbotschaften und Fake News. Und wir konstatieren, Medienverhalten und Medienangebote haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ARD, ZDF und Deutschlandradio, hat dieser Medienwandel längst auch erreicht, und er muss sich diesen neuen Ansprüchen und Aufgaben stellen. Meine Damen und Herren, bei aller öffentlichen Kritik, meist auf Stammtischniveau, ist, und das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, auch das Vertrauen in die vor allem nachrichtlichen Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nach wie vor sehr hoch und ist in den Zeiten der Corona-Krise sogar gewachsen. Und darauf aufzubauen, bedeutet, Qualität zu produzieren, Vielfalt und Fakten abzubilden sowie Transparenz über die eigenen Standards herzustellen. Für gut recherchierte, verlässliche, umfassend zugängliche Informationen müssen die Sender auch technisch auf dem Stand der Entwicklungen veränderter Mediennutzungen sein. Dabei haben sie den Auftrag, den gesetzlichen Auftrag, ein Programm zu bieten, das alle Bevölkerungs- und Altersgruppen repräsentiert, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsinteressen vielschichtig abbildet und höchsten journalistischen Ansprüchen gerecht wird. Ich brauchte nicht einen weiteren Beleg für Stammtischniveau. Medien, die unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen sachbezogen informieren, mit ihren Nutzerinnen interagieren und für öffentliche Interessen hinter die Kulissen von Politik und Wirtschaft schauen, sind für eine Demokratie unerlässlich. Klar ist aber auch, das Ganze kostet Geld. Dieser Auftrag, den wir als Gesetzgeber den öffentlichen Rechtlichen immer wieder erteilen und uns darauf beziehen, kostet Geld. Es ist schon darauf hingewiesen worden, seit 2009 gab es keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und wir reden jetzt über eine Anhebung um 86 Cent. Wir entscheiden das in allen Landtagen. Und Frau Wallmann, ich habe mich zurückgehalten, Ihnen nicht applaudiert, damit es für uns beide nicht peinlich wird. Aber Sie von der CDU müssen sich doch schon fragen lassen, hier ganz klare Position zu beziehen. Und in Sachsen-Anhalt
will auch die sachsen-anhaltinische CDU zusammen mit der AfD dieses Projekt vor die Wand fahren. Naja, ich hab hier auch schon Sachen gehört, für die ich nichts konnte, Herr Frömmrich. Also, meine hessische CDU, da müssen Sie sich ja schon mal auch in der eigenen Familie noch einmal nachfragen. Meine Damen und Herren, diese Angriffe auf den Öffentlich-Rechtlichen sind in aller Regel im Wesentlichen neoliberal nach wie vor motiviert. Und sie werden teilweise von Stimmungen aufgeheizt gegen ganz konkrete Beiträge. Wir haben gerade da Beispiele schon gehört. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen ganz deutlich sagen, aus der Politik heraus geht diese Kritik an einzelnen journalistischen Beiträgen des Öffentlich-Rechtlichen überhaupt nicht. Wir müssen an solchen Punkten immer die Staatsferne des Öffentlich-Rechtlichen verteidigen, egal wie wir selber die Qualität des einen oder anderen Beitrags beurteilen. Zensur und Einschränkung journalistischer und künstlerischer Freiheit gehen gar nicht. Egal, ob sie von einem Bundesinnenminister kommen oder von den Gruppen, die angeblich besorgten Bürger vertreten. Meine Damen und Herren, ich will nicht verhehlen, ich habe durchaus Kritik an einzelnen Sendeformaten, an der Gewichtung von Programmsparten, insbesondere zu Primetime und vor allem auch den Gehaltsstrukturen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Aber ich habe auch keinen Zweifel daran, dass ein Stopp der geplanten Erhöhung und damit daher eingehende faktische Beitragskürzung gerade angesichts von Fake News und rechten Desinformationskampagnen und unregulierten Plattformen für die Gesellschaft und demokratische Meinungsbildung fatale Folgen hätte. Ich fasse unsere Position zusammen und begründe damit nochmals, warum wir beiden Gesetzentwürfen zustimmen. Öffentlich-rechtliche Medien sind wichtig. Gäbe es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, müsste er als Gegengewicht zu privatisierten Medien, Fake-News-Portalen, intransparenter Plattformmeinungsmache erfunden werden. Wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken. Zweitens. Rundfunkfreiheit erhalten. Zentrales Anliegen ist und bleibt, die von der Rundfunkfreiheit geschützte Programmautonomie der Anstalten zu bewahren. Und dazu gehört auch der öffentliche Diskurs der Parteizugehörigkeit einzelner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in den Institutionen. Ich will darüber hinaus ein paar Aspekte zumindest noch streifen, was wir uns als linke Medienpolitikerinnen für die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen auch vorstellen. Und diese Wünsche verbinden wir durchaus auch mit unserer Zustimmung zu dieser Beitragserhöhung. Wir brauchen in den Öffentlich-Rechtlichen eine deutliche Stärkung der Rechte der freien, arbeitnehmerähnlichen Mitarbeiterinnen. Da haben die Sender deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen eine Programmstruktur, die gute Sendung zu allen Sendezeiten ermöglicht und eben nicht nur Talkshow-Formate während der Primetime. Wir brauchen eine Veränderung oder Stärkung der Mediatheken. Viele der in den Mediatheken abrufbaren Sendungen werden aus rechtlichen Gründen momentan nach einigen Wochen oder Monaten gelöscht. Die sind aber mit öffentlichen Geldern erstellt worden, und wir müssen entsprechende Gesetzesänderungen jetzt endlich einmal angehen, dass sie auch unbegrenzt allen Nutzerinnen zur Verfügung stehen. Und last not least, der öffentlich-rechtliche Auftrag impliziert auch eine Diversität im Programm und in der Personalstruktur. Um unsere Gesellschaft angemessen zu repräsentieren und zu adressieren, müssen im Öffentlich-rechtlichen mehr Lebensrealitäten zum Ausdruck kommen. Das bedeutet die Darstellung unterschiedlicher sozialer Hintergründe, die Anerkennung von Deutschland als Einwanderungsland mit entsprechend diversen Bevölkerungsgruppen. Diese Spektren abzubilden, das erwarte ich auch
zunehmend vom Öffentlich-Rechtlichen. Das erwarten wir von den modernen Öffentlich-Rechtlichen. Diesen Anspruch verbinden wir auch mit der Zustimmung für diese beiden Gesetzesentwürfe. Wir werden gleich zweimal zustimmen. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Nächster Redner ist der Abg. René Rock, Vorsitzender der FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir stimmen heute über zwei Komplexe ab. Darum möchte ich erst einmal etwas zur Modernisierung der Medienordnung sagen. Wir haben das ja ausführlich schon in der ersten Lesung besprochen. Und ich bin auch bei der Frage der Auffassung, dass wir durch die europarechtlichen Anmerkungen und auch den fortschreitenden technischen Fortschritt relativ schnell mit einer neuen Fassung uns beschäftigen werden. Dennoch ist es richtig, hier erste Schritte zu gehen, und darum werden wir das auch mittragen. Ich denke, das politisch interessantere oder zumindest das politisch Publikum interessiertere Thema ist die Frage einer Gebührenerhöhung von rund 5% des Rundfunkbeitrages. Hier ist es aus meiner Sicht so, dass wir natürlich das Privileg als Opposition haben, dass wir nicht in das enge Korsett der Frage von Staatsverträgen, Verbindlichkeit eingebunden sind und deshalb etwas mehr Freiheit haben an dieser grundsätzlichen Frage der Organisiertheit des Hessischen Rundfunks, uns mal damit zu beschäftigen. Denn was hier gesagt worden ist, ist zu Recht so. Natürlich sind die Rundfunkanstalten auf einen gewissen Zuschuss angewiesen, um überhaupt den Reformprozess weiter betreiben zu können. Allerdings muss ich sagen, dass der Hessische Rundfunk hier sehr gute Entwicklungen zeigt und sich auch ganz engagiert mit den Themen auseinandersetzt. Und das leider nicht bei den Strukturfragen insgesamt bei der ARD zu sehen ist und natürlich das CDF auch uns nicht gerade begeistert mit dem, was dort passiert. Von daher, im Gesamtpaket kann man hier als Opposition etwas freier agieren. Und deshalb werden wir der Erhöhung hier auch nicht zustimmen können. Natürlich in der Gewissheit, dass es trotzdem zu einer Erhöhung kommen wird. Das ist etwas leichter für uns. Dennoch ist es klar geworden. Dennoch ist es klar. Bitte? Ich finde, das ist eine ernsthafte Debatte, Herr Wagner. Wenn Sie etwas Ernsthaftes zu sagen haben, können Sie auch noch einmal herkommen. Das andere werde ich einfach ignorieren. Also die Frage, wie denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk verfasst ist, ich glaube, das wird alle Demokraten umtreiben. Und deshalb finde ich es immer ganz schwierig, wenn man aus der eigenen Betrachtungsweise, die der öffentliche Rundfunk auf einen selbst rückspiegelt, Rückschlüsse auf die Qualität trifft. Und das hat hier die AfD wieder vorgeführt. Das ist keine Diskussionsgrundlage für die Reform eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist eher der Hinweis auf Kleinkariertheit in der eigenen Fraktion. Und Sie müssen auch immer sich vor Augen führen, und jeder, der hier schon einmal die politische Berichterstattung erleben durfte oder der schon einmal einen Wahlkampf miterlebt hat, wie denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit den Rechten der einzelnen Fraktionen, der politischen Gruppierung, mit der Meinungsvielfalt und mit der Waffengleichheit in der politischen Auseinandersetzung umgeht und das dann eher auch im privatrechtlichen Bereich mal beobachtet hat, der lernt ganz schnell die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Frage einer neutralen Berichterstattung sehr schnell kennen. Und das habe ich persönlich getan. Und darum würde ich mich immer für ein ausführliches und gutes Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einsetzen. Und das ist auch wichtig bei der Frage der politischen Auseinandersetzung. Was bleibt, ist aber die Frage, inwieweit die moderne Medienlandschaft eine Struktur aus einer Zeit nötig hat, in der es eben nicht diese Pluralität in den Medien gab, in der es nicht noch einmal den gesamten Bereich der sozialen Medien gab und was man bereit ist, denn tatsächlich am Ende als Gesellschaft zu finanzieren. Und da stellen sich für uns schon die Fragen, ob man CDF und ARD parallel in dieser Ausführlichkeit braucht, ob jeder Spartensender des CDF tatsächlich notwendig ist für die Pluralität und für die politische Meinungsbildung. Und da haben wir eine härtere Antwort vielleicht als die eine oder andere Fraktion hier in diesem Plenum.
Und darum nehmen wir uns das hier raus, hier auch bei der Frage des ersten Medienänderungsstaatsvertrages abzulehnen. Ich habe ehrlicherweise gesagt, wenn wir in der Regierungsverantwortung wären und für die Garantie, dass der Hessische Rundfunk auch weiterarbeiten könnte, dann wären wir noch einmal tiefer in uns gegangen bei der Frage dieser Entscheidung. Diese Notwendigkeit sehen wir hier heute nicht. Und darum ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch immer noch ein Reform- und Modernisierungsbedarf, der aus unserer Sicht deutschlandweit noch nicht erfüllt ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rock. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Redebeitrag von René Rock hat mich jetzt ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich will da vielleicht gleich auch noch einmal an dem einen oder anderen Punkt drauf eingehen. Aber es ist schon erstaunlich, wenn ich das zusammenfasse, was Sie gesagt haben, ist, Sie haben einen hohen Anspruch an die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie verlangen, dass umfassend berichtet wird, aber gleichzeitig sagen Sie, ich will die Mittel dafür nicht bereitstellen. Und das ist irgendwie ein Schluss, der mir nicht richtig einleuchtet, aber das tut mir so manches Argument der FDP nicht. Und ich wundere mich auch ein bisschen, darüber, weil wir eigentlich, glaube ich, in dem Haus eine ganz gute, bis auf eine Fraktion, aber okay, eine ganz gute Zusammenarbeit in dem Bereich der Medienpolitik immer gehabt haben. Weil ich glaube, dieses Land lebt davon, dass wir eine breit aufgestellte pluralistische Medienlandschaft haben. Das geht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, der eine Säule dieser Medien sind. Das geht aber dann auch an die privaten Fernsehsender, die hier geschaffen worden sind, die wieder ein anderes Angebot schaffen. Das geht aber auch an die privaten Zeitungsverleger und diejenigen, die im Bereich der Printmedien unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, eine Stärke unseres Landes, dass wir eine pluralistische Berichterstattung haben und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sich aus verschiedenen Medien informieren können. Ich glaube, das ist eine Stärke dieses Landes. Warum die FDP sich das anders sieht, verstehe ich nicht wirklich. Ich glaube sogar, dass wenn man über Medienpolitik redet, man muss, und man auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk redet, muss man, glaube ich, auch darüber reden, dass die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für uns immer wichtiger wird. In einer Medienlandschaft, die sich zunehmend verändert, wenn Sie die Veränderungen im Verlagswesen angucken, gerade bei den Printmedien, immer mehr Verlage machen entweder zu oder schließen sich zusammen zu großen Gruppen. Es werden viele Zeitungen angeboten mit einem Mantel, kaum noch Berichterstattung vor Ort. Das heißt, da geht eine ganze Menge auch an Pluralität und auch an gutem Journalismus verloren. Und gerade in dieser Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, spielt doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk für uns eine sehr wichtige Rolle in der Berichterstattung und in dem, wo sich die Bürgerinnen und Bürger informieren können. Und worüber reden wir gerade? Wir reden über zwei Komplexe. Das eine ist die Finanzierung. Das habe ich mitbekommen. Das ist hier strittig, zumindest hier auf der rechten Seite des Hauses. Und der andere Punkt ist sozusagen die Rundfunkgesetze und den Rundfunkbegriff an die digitale Welt und an neue Medienformen auch anzugleichen. Und ich glaube, beide Bereiche lohnen, dass man einmal genauer hinschaut. Bei der Finanzierung ist es schon erstaunlich, Kollege Rock, dass Sie sagen, eine 5-prozentige Erhöhung, das ginge aus Ihrer Sicht nicht. Also mit den 5%, das ist immer so eine Frage bei der FDP, aber okay. In diesem Fall ist es aber so, dass die 5% Erhöhung sicher davon ausgeht, dass diese Erhöhung in 10 Jahren stattgefunden haben. Also seit 10 Jahren sind die Rundfunkgebühren in diesem Land nicht mehr erhöht worden, und sie werden jetzt um 86 Cent erhöht. Ich finde, das ist eine mäßige Anhebung der Rundfunkbeiträge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von 17,50 € auf 18,36 €.
in 10 Jahren. Das ist, glaube ich, eine ziemlich moderate Erhöhung. 2015 gab es sogar eine Senkung von 17,98 € auf 17,50 €. Die Mehrerträge, die durch die Umstellung auf den Rundfunkbeitrag waren, wurden den Gebührenzahlern, das hat die Kollegin Wallmann vorhin schon erzählt, zurückerstattet. Ich glaube, das ist eine moderate Erhöhung, die hier vorgenommen wird. Im Übrigen sitzt da ja nicht irgendjemand in irgendeinem ZDF oder im ARD und würfelt sozusagen die Rundfunkbeitragserhöhung aus, sondern die KEF macht einen Vorschlag, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Und ich glaube, die Kollegin Wallmann hat es ja auch erwähnt, die KEF macht da nicht einfach einen Haken hinter das, was die Rundfunkanstalten wollen, sondern die prüft das. Und dieser Vorschlag wird hier gerade umgesetzt. Und ich finde in der Tat, es ist ein moderater Vorschlag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks sichert die hochwertige Berichterstattung, guten Journalismus und faktenbasierte Informationen. Und gerade in den Zeiten von Corona haben wir doch erlebt, dass sich viele Menschen wieder zurückgewandt haben und sich über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten informiert haben und eben auch nicht mehr alleine sich aus sozialen Medien informiert haben. Und es ist natürlich klar, dass auf der rechten Seite des Hauses guter Journalismus, faktenbasierte Berichterstattung natürlich kritisch gesehen wird. Wer sein Geschäftsmodell auf Hass und Hetze aufbaut, der mag eben keine faktenbasierte Berichterstattung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer sein Geschäftsmodell auf Hass und Hetze aufbaut, der mag eben keinen qualitativ hochwertigen Journalismus. Das mögen Sie eben nicht von der AfD. Und wer sein Geschäftsmodell auf Hass und Hetze aufbaut, der mag eben öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten nicht. Das haben Sie ja hier vorhin auch in Ihren Reden wieder sehr deutlich gemacht, Kollegen von der AfD. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass wir öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, dass wir unabhängigen Journalismus haben. Sonst hätten wir ja den Blick in das Seelenleben der AfD in dieser Woche nicht miterleben können. Da haben wir ja erlebt, wie wichtig der AfD es ist, wie es in diesem Land geht. Zitat, der AfD ist wichtig, und das ist halt schizophren. Das haben wir mit Gauland lange besprochen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist das Geschäftsmodell derer, die eben nichts mit freier und öffentlicher und guter Berichterstattung am Hut haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man mit gutem Journalismus und freier Berichterstattung nichts am Hut hat, dann liest man eben auch nicht gern in Zeitungen oder in Medienanstalten das, was ein ehemaliger oder was der Pressesprecher der AfD gesagt hat. Herr Lüth hat gesagt, auf die Frage, ob es in deinem, also in Lüths Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen, sagt dieser ja, weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen. Oder wie du willst. Ist mir egal. Zitat zu Ende. Natürlich, das wollen die nicht, dass das berichtet wird. Aber wir wollen, dass so etwas berichtet wird von guten Journalisten und von freier Presse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr Geschäftsmodell ist ein anderes. Noch kurz. Und deswegen lehnen Sie diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab, und deswegen hassen Sie eben auch die freie Berichterstattung. Zum Zweiten will ich noch kurz kommen zu dem, was die Modernisierung der Medienordnung angeht. Wir setzen die EU-Verordnung zur Bereitstellung audiovisueller Mediendienste um. Wir setzen die Barrierefreiheit um. Das heißt, die Teilhabe der Mediennutzer soll weiter verbessert werden. Die Medienlandschaft ist immer vielfältiger, hat sich geändert, ist nicht mehr auf dem klassischen Rundfunk beschränkt. Deswegen werden die neuen Telemedien in dieses Regelwerk mit einbezogen. Ich glaube, unterm Strich sind es zwei gute Staatsverträge, die hier abgeschlossen werden. Wir werden diesen Staatsverträgen zustimmen und hoffen auch auf Ihre Zustimmung. Die rechte Seite des Hauses macht eben, was sie will.